der Gabriel von nerdairy.de. Wie ihr schon sehen könnt, wir spielen Murdered Soul Suspect. Das Spiel wurde uns zur Verfügung gestellt von Randy Run, es ist diese Woche erschienen. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen später sehen, weil ich noch andere Sachen geplant habe, jetzt in der Zwischenzeit, was noch zu veröffentlicht wird. Aber ich möchte trotzdem mal so, vielleicht so eine halbe Stunde mit erstmal machen. Ich denke mal, es wird dann auf jeden Fall noch eine zweite Folge kommen, aber lassen wir jetzt erstmal berieseln, was das Spiel zu bieten hat. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, derer Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Ein Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten... Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür. Wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Okay, jetzt haben wir mal kurz Zeit, was zu sagen. Wir laufen zwar weiter, aber... ich fand das ganz cool gemacht mit diesen, was ist bei ihm im Leben passiert und wie so die Tätowierungen dann und so. Das ist ziemlich cool gemacht. Das hat mir gefallen. Bin ich gerade etwas sogar überrascht. Mal gucken, wie das Spiel an sich ist. Kritiken waren jetzt leider nicht so mega super. Verdammt abgeschlossen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Oh. Aufgepasst, oh, Lady! Nein, nein, nein! Kein Blut?
Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht... Vielleicht wache ich ja auf. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon. Scheiße. Gut, dass wir nicht lange um den heißen Brei herumreden, dass wir ein Geist sind, weil das wissen wir ja. Ronan? Ronan? Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein, aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Damn it! Hallo? Goddammit! Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Hey Mann, kannst du mich hören? Sieh da, bitte! Verdammt!
Verdammt. Hey, du. Hey, hörst du mich? Komm zurück. Sidekick? Er ist noch warm. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was willst du wissen? Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Ich dachte, du wolltest mich was fragen. Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Okay. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Tut mir leid, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Okay. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, warte, ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Bestimmt nicht. Bestimmt noch mehr sein.
Also die Steuerung ist auf jeden Fall sehr für einen Joystick ausgelegt. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Das merkt man. Das hat immer es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Ich mag übrigens die deutsche Synchronstimme sehr. Gefällt mir. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein. Und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues rauszufinden. Zu beginnen. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Jo, lass mich da einfach mal probieren. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Ups. Was ich tun soll, ich meine das. Warum passiert mir das? Ich wollte bloß nach Hause und zu Abend essen und... Hey, alles in Ordnung? Wenn ich das wüsste, warum bin ich überhaupt hier? Ich sollte nach Hause gehen und mich unter der Bettdecke verstecken. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Ich... Oh, ist das Blut? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Mit seiner Familie. Hallo? Ich kann nicht glauben, dass ich mich damit beschäftigen muss. Es ist einfach... Es... Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr krimineller als Kopf.
Wer wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Ja, da muss ich hin. Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Gut, dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Kann ich davon Fotos machen? Ist das legal? Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Check mal ab. Ja, ich möchte gern hier rumlaufen. Hallo? Kannst du mir gar nicht ansehen. Zum Glück bin ich kein Cop. Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ihre eigenen Leute beschützen können? Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Unglaublich. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Ich sollte hier bleiben, bis ich fertig bin. Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aus welchem? In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Entschuldigung. Muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Danke. Puh.
1019. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich habe was gehört. Ich rede übrigens nicht, weil ich angespannt bin. Du wirkst verloren. Das macht echt Spaß. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Da gibt es also Zwischenquests, ja? Sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Dieser Frau im ersten Stock. Hoffentlich stellt er keine Fragen. Er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Ich weiß, dass dich das aufregt, Schatz. Und was noch? Die Typen im dritten Stock. Man könnte meinen, die wollen die Typen auf. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Monica Chase aus Salem, wo ein grausiger... Also ich finde es eigentlich ziemlich spannend gerade. Also... Hör zu... Du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wach gehalten.
Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für Ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Hui, krieg ich einen Skillpunkt? Da müssen wir jetzt gucken, ja. Das ist halt die Frage, ne? Ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Ich weiß nicht, ob man der trauen kann, da klären. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Spaß, Kinder zu erschrecken? Wegen der Kleinen habe ich alles verloren. Es sollte ein einfacher Job sein, leicht verdientes Geld. Was meinst du? Sie ist nur ein Kind. Spielt keine Rolle. Ihr Vater schuldete den falschen Leuten zu viel Geld. Sie war nur eine Rückversicherung. Und da kommst du ins Spiel? Hab sie einfach so einkassiert. Nachdem alles vorbei war, hätte ich sie gehen lassen. Ich vermute, es war nicht so einfach. Mag sein. Aber sie schuldet mir was. Ich gehe nicht, bis die Schuld beglichen ist. Lass gut sein. Könnte eine Weile dauern. Keine Sorge. Ich kann warten. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Das ist ein komischer Penner. Keine Freunde.
Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. Okay, ich kann das jetzt hier noch eine Weile probieren, möchte ich jetzt aber nicht. Die Zeit ist erstmal abgelaufen. Kurzes Fazit bis jetzt, ich finde es spannend, macht Spaß. Ich hoffe, es wird nicht immer selber, es sind vielleicht spannende Geschichten, was so abgeht. Also, mir gefällt es bis jetzt, ihr werdet auf jeden Fall noch Folgen sehen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich war der Gabriel, ciao.